Es geht um den zweiten Platz der Gruppenliga. Da Bronzell gestern gegen Künzell nicht über ein Unentschieden hinauskam, kann der FC Eichenzell mit einem Sieg gleichziehen. Die Gäste aus Johannesberg haben sogar ein Spiel weniger und würden bei einem Erfolg heute endgültig in die Spitzengruppe aufschließen. Die rund 200 Zuschauer sehen eine unterhaltsame Partie. Nach 2 Minuten tauchen die Eichenzeller das erste Mal vor Keeper Hofacker auf. Der ist aber rechtzeitig unten und kann Schlimmeres verhindern. 1 Minute später dann der Schock für die Britannia. Daniel Kratz verletzt sich schwer beim Zusammenprall mit Dieterle. Für ihn war die Partie zu Ende. Gute Besserung an dieser Stelle. Das Spiel geht weiter. Viele Szenen spielen sich im Mittelfeld ab. Bisher kann keine der beiden Mannschaften die Oberhand gewinnen. Vielleicht jetzt Eichenzell. Meierhof versucht sein Glück und Hofacker hält hier mit einem starken Reflex. Nun Johannesberg zum ersten Mal im Angriff. Osman Özlü auf Enes Hoxha, Hoxha auf Dechand. Dominik Möller macht den Ball erst richtig scharf. Rexius setzt uneigensinnig mit Übersicht Dieterle in Szene und der macht das 1:0. Johannesberg führt nach 36 Minuten. Kurz vor der Pause nochmal Ecke für die Britannia. Heumüller führt aus. Dogan Kilic verpasst den Kasten um ein paar Zentimeter. Die zweite Hälfte beginnt wieder mit Eichenzell. Lukas Meierhof spielt den Ball in die Schnittstelle. Gabriel Mahr hat nur noch Hofacker vor sich und trifft die Latte. Eichenzell hier im Pech. Es folgt eine weitere Gelegenheit für die Mann in Blau. Wieder hat Meierhof das Auge für seinen Mitspieler. Christian Müller sieht Mahr vorbei. Den haben einige Zuschauer schon drin gesehen. Von den Gästen ist jetzt wieder etwas mehr zu sehen. Osman Özlü kann den Ball zu Dieterle spitzeln. Dieterle sieht Kamaray. Der ehemalige Regionalligaspieler vergibt diese gute Chance. Johannesberg hat nicht viele Tormöglichkeiten, doch diese hier wird genutzt. Enes Hoxha gelingt hier ein herrlicher Treffer aus 15 Metern. Unhaltbar für Christian Kirbus, Hoxhas 6. Saisontor. Die Hausherren haben einen Chancenplus, doch nutzen ihre Möglichkeiten einfach nicht. Der Schuss von Müller verfehlt hier deutlich das Tor. Die Gäste hingegen machen das abgezockter. 82. Spielminute, Robin Klemann wenige Minuten auf dem Feld, erhöht auf 3:0 und sorgt endgültig für die Entscheidung. In der Schlussphase hätten wir fast noch den Anschlusstreffer gesehen. Dominik Möller kommt zum Kopfball, doch Hofacker ist abermals rechtzeitig unten und hält das 3:0 fest. Damit rückt Johannesberg auf einen Punkt an Eichenzell ran. Da Ehrenberg gegen Rote Mann unterlag, liegen alle 4 Teams nun ganz dicht beieinander. Heute 3:0 gewonnen gegen einen direkten Konkurrenten im Aufstiegskampf. War das verdient heute? Ich denke, durch die geschlossene Mannschaftsleistung, die wir heute an den Tag gelegt haben, war das schon verdient, mehr oder weniger. Die hatten auch ein paar gute Möglichkeiten, aber wir haben das nichtsdestotrotz sehr gut gemacht und haben kompakt hinten gestanden, dann immer wieder so die Nadelstiche nach vorne gesetzt. Wir waren heute einfach spritziger als die Wochen vorher. Das Quäntchen Glück heute gehabt. Die Schiedsrichter waren besser als in der Vorwoche und ich denke, das war ein verdienter Sieg. Du willst nichts von Torgranate TV verpassen? Dann abonniere unseren Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und klicke für noch mehr osthessischen Fußball auf die Videoboxen.